Corvus, ich wollte sterben. Konntest du das nicht sehen? Doch, aber ich frage mich, warum wollt ihr so nett zu den anderen im Turm? Habt ihr es genossen? Ich habe mich nur so schuldig gefühlt. Aber sie würden sowieso nicht aufhören, mich zu hassen. Ich habe ihre Leben zu sehr ruiniert, um das mir verzeihen wird. Lady Oos, warum seht ihr das nicht als zweite Chance? Der Tod wird euch keine Freude bringen, aber wie wäre es mit dem Sinneswandel? Das ist unmöglich. Muss es nicht. Verdammt nochmal, Oos! Man kommt nicht jeden Tag zurück ins Leben. Corvus, hast du mich nicht auch? Warum sollte ich... Weil mein Vater deine Familie getötet hat. Er hat dich zu meinem Bediensten gemacht, als du der Thronfolger von Teer warst, einem wunderschönen Land, so mächtig wie Ulla. Und mein Vater hat es zerstört, alles und jeden, den du geliebt hast, genau wie ich es Fruskis angetan habe. Ich verstehe nicht, warum hast du mich nicht? Wollt ihr, dass ich euch hasse? Nein. Warum stellt ihr mir dann diese Frage? Versprecht mir, dass ihr darüber nachdenkt. Na schön. Ich werde euch dann alleine lassen. Ich sollte bei Lilia und Fruskis vorbeischauen, um meine Sünde zu gestehen. Gervasis muss immer noch sauer auf mich sein. Corvus. Ihm vergeben? Nichts sagen. Vergeben. Ich kann nicht für alle sprechen, aber ich vergebe dir für das, was du getan hast. Ich verdiene es nicht. Natürlich nicht. Sie lächelt so böse. Ich mache nur Scherze. Stille. Okay, schön verarscht. Danke, Corvus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kapier's nicht. Es ist nichts. Corvus verlässt den Raum. Sein Gesicht ist rot. Mutter, Vater, bitte vergebt mir. Ich bin schließlich ein miserabler Sohn, Mann. Ich kann das jetzt nicht mehr so bescheuert lesen. Ey. Ich habe mich vielleicht in sie verliebt. Ja, er war eifersüchtig, eindeutig. Die Sonne schwebt bis zum Himmelzelt. Oos ist in ihren Gedanken versunken. Ich mach weiter, Mann. Meine Dame, ich habe ein paar saftige Kakerlaken für euch gefunden. Corvus. Ja? Ich habe die Barriere aufgehoben. Das bedeutet, dass... Wir verlassen diesen Ort. Wir alle werden endlich frei sein. Du hast recht, Corvus. Zu sterben war gar nichts... Jetzt habe ich schon weggedrückt. Na egal. Irgendwas, das Sterben nichts löst oder so. Ich werde dieses Messer herausziehen und den Fluch aufheben, den ich mir selbst auferlegt habe. Von jetzt an gebe ich alles, was ich noch habe und schaue, was geschieht. Meine Dame, ihr wisst nicht, wie glücklich ich bin, das zu hören. Ich werde allen die gute Neuigkeit erzählen. Moment. Ja, meine Dame? Davor möchte ich nach Pilzen im Keller suchen, etwas in der Küche essen, den Sonnenuntergang anschauen, bevor es dunkel wird. Oh, den Sonnenuntergang anschauen wäre natürlich das Beste überhaupt, aber ich würde doch zu Gervase. Kommt in die Küche. Ich bin hungrig. Ich gehe in die Küche und suche etwas zu essen. Ich glaube, ich habe da ein paar Spinnen herumlaufen sehen. Idiot. In die Küche? Wollt ihr nicht, dass ich euch begleite? Warum? Gervase könnte immer noch sauer sein. Es könnte gefährlich sein. Mach dir keine Sorgen darüber. Es ist schließlich mein Hund. Ich wäre eine schlechte Besitzerin, wenn ich seinen Zorn nicht zügeln würde. Könnte. Seid vorsichtig. Ich habe gesagt, mach dir keine Sorgen. Ich werde das schon schaffen. Oh Mann, okay, ich glaube, ich muss das jetzt kurz mal erstmal ordnen, okay? Okay, ich habe von Anfang an vermutet, dass Corvus es war, der sie erstochen hat und sie so verflucht hat, dass sie nicht reden kann und sie hat. Wie es so getan hat, das wäre sehr gute und so. Aber anscheinend war es ja nicht so. Er hat sie ja gerettet. Er hat sie wieder zum Leben geholt, indem er irgendeinen Zauber gemacht hat, dass... alle, die im Turm sind, ein Jahr geklaut wird, ein Lebensjahr und es ihr gegeben wird oder so. Und
ja, lebt jetzt bald nur noch 4 Jahre oder so, keine Ahnung, ne? Auf jeden Fall, ich glaube, der Gervase hat die beiden gesehen, als sie sich da so erstochen hat und so, und hat wohl gedacht, dass Corvus derjenige war, der sie erstochen hat. Und hat ihn deswegen auch angefallen und so, und ich kann das gerade irgendwie schlecht ordnen. Ja. Auf jeden Fall, ach egal, ich mach einfach weiter. Gervase, bist du da? Du siehst ihn zittern in der Ecke. Komm nicht näher. Na warte du, erteil mir keine Befehle, als wärst du... Nein. Sitz still, du Hund. Ich sagte, geh weg, verdammt. Mal. Ich habe sie umgebracht. Hä? Was machst du, du... Gervase? Corvus? Warum siehst du mich so an? Ich bin nur müde, das ist alles. Naja, heute hast du Lady Os gesehen? Sie hat gesagt, sie ist hierher gekommen, um sich etwas zu essen zu besorgen. Ja, ich habe sie gesehen. Sie hat gesagt, dass sie sich schon auf dem Weg zum Schloss macht. Sie hat gesagt, dass du auch kommen sollst. Das ist seltsam. Sie hat gesagt, dass wir hier alle zusammen verschwinden würden. Sie hat die Barriere aufgehoben. Wusstest du das? Zusammen? Das ist unmöglich. Dann mache ich mich auf den Weg. Du solltest auch bald kommen, in Ordnung? In Ordnung. Er wird zurückkommen, wenn er sie nicht findet. Ich bin verdammt. Scheiße nochmal. Ich habe keine Zeit mehr, um die Leiche zu verstecken. Wenn ich nur nicht so hungrig wäre, könnte ich klarer denken... Nein! Du frisst sie jetzt aber nicht auf, oder? Wenn ich nicht hungrig wäre. Er wird eine Weile nicht hungrig sein. Gervase, schlechtes Ende. Ah, ich krieg immer nur schlechte Enden. Ich hasse euch. Wie kriegt man denn ein gutes Ende? Keine Ahnung. Ich glaube, es wird noch ein Part geben und bis dahin habe ich dann rausgefunden, wie man ein gutes Ende kriegt, okay? Und dann mache ich das. Weil das ist mir zu blöd. Ich will ein gutes Ende haben. Mindestens eins. Und die anderen könnt ihr dann spielen. Ey, das ist scheiße. Ja, danke fürs Spielen. Bitteschön. Gern geschehen. Mann. Also sie hat sich jetzt nicht selber umgebracht, sondern ein anderer hat es jetzt gemacht. Aber sie wollte jetzt ja eigentlich leben. Also worum wollte sie sich jetzt umbringen? Wollte sie sich umbringen, weil wegen, weiß ich nicht. Wollte sich umbringen, weil, keine Ahnung, Königreich, Trümmern, Vernichtung, Schuldgefühle? Ich hab's jetzt nicht so ganz kapiert oder so. Guckt mal hier, ich hab's geschafft, den Gervasis aufzuhalten, Corvus anzugreifen. Ich wollte nur mal gucken, was passiert. Ich zeige euch nachher noch ein gutes Ende, okay? Ich weiß jetzt, wie man das hinkriegt. Okay. Ah, du Miststück. Lass mich los, verdammt nochmal. Meine Dame. Misch dich nicht ein, du. Jetzt doch noch geschafft, ja super. Oh, Mann. Du tust es schon wieder aus. Selbst wenn ich versuche, dir der treue, verdammte Hund zu sein, missbrauchst du mein Vertrauen immer. Ich hoffe, du leidest den Rest deines Lebens. Corvus ist bewusst auf dem Boden. Du beschließt, auf den Balkon zu gehen. Okay, diesmal hat sie sich gar nicht um ihn gekümmert. Okay, gut. Muss ich das alles nochmal machen? Scheiße! Egal, ich zeige euch gleich ein gutes Ende, ja? Bis gleich. So, ich hoffe jetzt auf ein gutes Ende mit Gervase. Ich glaube, dass wir Corvus eben beschützt haben, war, glaube ich, Teil der Aufgabe. Muss man, glaube ich, machen. Und man muss halt auch immer nett zu Gervase sein und so, was ich halt auch alles beim ersten Mal gemacht hatte. Und zu den anderen aber halt gar nicht nett. Also immer das, nur wir schauen vorbei und so, ne, und ist mir doch egal. Okay, und wir gehen jetzt wieder in die Küche.
Also ganz am Schluss, wo sie halt schon gesagt hat, ja, wir werden jetzt alle gehen, ich heb die Barriere auf und so. Okay. Gervase sitzt in der dunkelsten Ecke der Küche. Was tust du da? Gervase, ich rede mit dir. Komm nicht näher. Ich beiße dich, wenn du es tust. Ich nehme keine Befehle von meinem Haustier an. Ich habe dir gesagt, halt still. Was macht die da? Lass mich los, nervendes Miststück. Nein, ich werde dich dieses Mal nicht gehen lassen. Ich war so eine furchtbare Besitzerin und ich weiß, dass du deswegen von mir davonläufst. Wie niedlich, das sieht cool aus. Du lernst aber schnell, hä? Huh? Es tut mir leid, Gervase. Tut mir wirklich leid. Er weint. Warum weint er denn? Nein, hör auf zu weinen. Ich wisch dir deine Träne weg. Achso, er schnieft. Gervase? Ich habe nur Haare in meinen Augen, das ist alles. Oh, wie süß. Viele Haare. Was ist mit dir geschehen, Os? Wir haben immer zusammen gespielt und dann bist du plötzlich so zu einem Biest geworden. Sogar Biester wären gezähmter als du. Ich wurde Ullas Schlechterin, Gervase. Ich war das Schwert meines Vaters. Der Schild meines Königreichs. Ich konnte es mir nicht erlauben, eine Schwäche zu haben. Ich habe all meine Schwächen genommen und sie zusammen mit den Leichen meiner Gegner verbrannt, damit ich jede Sekunde und jeden Tag die sein konnte, die jeder von mir erwartete. Die oberste Herrscherin von Ulla. Ich wollte nicht, dass du Ullas Schlechterin bist oder wie zum Teufel sich das genannt die das genannt haben. Ich wollte nur, dass du wieder du bist. Gervase. Ich habe mich gehasst. Tue ich immer noch. Deswegen habe ich dieses Ding in meinem Hals. Du meinst das? Ja, ich habe mich selbst erstochen. Aber es scheint, als wäre... Oh, wie süß sie lächelt. Aber es scheint, als wäre noch nicht meine Zeit. Ich bin deswegen ein wenig froh. Denn jetzt kann ich es bei allen wieder gut machen. Dir wieder gut machen. Also, wirst du wieder mit mir kommen? Wenn du mich wieder schlägst, werde ich dich töten. Dann werde ich darauf vorbereitet sein, wenn das ein Ja war. War es. Dann lass uns aufbrechen. Ich werde sehen, ob ich deinen Wunsch erfüllen kann. Welchen Wunsch? Deinen Harem. Ah, ja. Yeah. Ich bereue es, dass ich ihn genommen habe. Nein, der wollte ja unbedingt so töten und pushig haben. Ich will keinen. Yes! Hä? Ich will nur dich. Er wird wieder loyal sein. Gervase, Ende. Yeah. Der Nightmare Traitor, das kennen wir schon. Es gibt ein neues Startbild, wo wir den Hund umarmen. Okay, das ist echt süß. Cool. Er will nur uns, er will keine Schlampen. Also Harem, wisst ihr, was das ist? So, ne? Ein Mann in so einem großen, was weiß ich, ne? So mit Frauen. Frauen. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie Jungfrauen sind oder so. Ob irgendeine Besonderheit. Keine Ahnung, ne? Halt, ja. So ein Frauengedöns hat. Okay, und er will nur uns. Ach, süß. Ich will jetzt privat die anderen Enden auch noch spielen. Die machen mich jetzt richtig interessant, so, ne? Ihr solltet die auch spielen. Ich habe die Lösung aus dem Internet. Gebt es einfach im Internet ein, so was ihr da sagen müsst. So. Okay, bis zum nächsten Projekt. Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Tschüss.